42 Jahre und ein Ende. Sie waren eine heile Welt Traumpaar, der Thomas und seine Thea, sie im Hintergrund, er vorn weg mit großem Mundwerk. Beide einte offensichtlich die Liebe zu auffälligen Outfits, aber heute ist eben nur noch selten was für ewig. Da kommt's auch nicht auf die Dauer an. Lange durchgehalten. Wir können ja nicht hinter deren Zimmertür gucken, wer weiß, was da gewesen ist. Jeder soll das machen, was er möchte. Und wenn eine Beziehung am Ende ist, dann ist sie am Ende. Okay, zuletzt lief's nicht ganz rund für den 68-Jährigen und seine 5 Jahre ältere Gattin. Traumvilla abgebrannt, eine eigens nach Kalifornien geschaffte Windmühle. Manchmal hilft halt kein Löschen, das gilt wohl auch für ihn. Durchschnittlich verlassen sich die Partner schon im zarten Alter von knapp über 40. Scheiternde Ehen schaffen es meist nicht über 15 Jahre. Immerhin, die Gottschalks hatten einen langen Atem. Nun hat er angeblich eine neue, die alte Geschichte. Er arbeitet nicht mehr so viel, möchte vielleicht einfach auch noch mal was anderes erleben, vielleicht aber auch sie. Und ich denke, das ist fair enough, wenn man sich klar und freundschaftlich trennt. Dort sagt, wir hatten eine gute Zeit, aber jetzt haben wir einfach verschiedene Vorstellungen. Und so kommt nach der Vorzeige-Ehe nun vielleicht die Vorzeigetrennung. Alles auf Anfang und das wohl ohne Skandal. Mit 68 ist noch lange nicht Schluss.